Wie funktioniert das mit der Zirkularatmung? In diesem Video zeige ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie auch du es lernen kannst, die Zirkularatmung zu beherrschen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai kommt Trompetentraining und heute geht es um die Zirkularatmung, also die Permanentatmung. Diese ist nicht ganz einfach zu erlernen, deswegen dieses Video mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie auch du die Zirkularatmung erlernen kannst. Wichtig, wir sind jetzt bei Schritt 1. Wir kümmern uns darum, dass wir erstmal Luft aus unseren Backen, das heißt wir speichern hier in unserem Mund Luft zwischen und drücken diese raus. Ganz wichtig, die Atmung unterhalb, das heißt der Lungenbetrieb, ist jetzt deaktiviert. Wir pusten also keine Luft aus der Lunge heraus, sondern wir speichern Luft, wie gerade eben gezeigt, in unseren Backen und drücken diese raus. Das funktioniert folgendermaßen. Das ist der erste Schritt. Auch da gibt es schon viele Probleme, weil man nämlich diese Barrikade nicht schließen kann. Das heißt, man hat offen und mit dem Rausdrücken geht man automatisch auch in die Lungenfunktion und atmet aus. Das ist ganz wichtig, dass du das als ersten Schritt beherrschst. Das heißt, du füllst deine Backen wieder auf und drückst die Luft raus. Ganz wichtig, danach sind die Backen leer und du kannst auch keine Luft mehr rausdrücken. Also nicht auf Lungenbetrieb umschalten, sondern ganz wichtig, danach entweder normal weiteratmen bzw. dann erneut die Backen auffüllen und die Luft erneut rausdrücken. Was jetzt der zweite Schritt mit dieser Übung ist, dass während du die Luft aus dem Backen rausdrückst, du versuchst mit der Nase einzuatmen. Das heißt rausdrücken und einatmen gleichzeitig. Ich empfehle meinen Schülern immer, erst ins Rausdrücken zu gehen. Das heißt, sobald vorne der Luftstrom zu spüren ist, beziehungsweise das Geräusch zu hören ist, dann erst versuchen, mit der Nase einzuatmen. Dadurch kommt es natürlich immer zu Komplikationen, weil der Körper sich natürlich wehrt, erst rauszudrücken und währenddessen einzuatmen. Man macht dann, also man hat immer einen Wechsel zwischen Rausdrücken und Einatmen. Und das ist eben die Schwierigkeit an dieser Übung, dass man beides gleichzeitig schafft. Deswegen auch diese erste Vorübung des Rausdrückens. Und jetzt rausdrücken und versuchen eben die Einatmung zu separieren. Und dann funktioniert das beides auch gleichzeitig. Ich mache es euch einmal vor. Also wieder zwischenspeichern. Und gleichzeitig reindrücken. Ich hoffe, ich habe es ja gerade eben gehört. Das heißt, ich drücke wirklich mit geschlossenem Mund die Luft heraus. Dann hört man auch dieses Britzelgeräusch. Und dementsprechend kann ich auch mich akustisch drauf verlassen. Sobald ich da vorne was höre, dann kann ich auch versuchen einzuatmen. Also gleich nochmal gemacht. Luft eingeatmet, zwischengespeichert, rausgedrückt und dann versucht gleichzeitig über die Nase einzuatmen. Hier geht's raus, da geht's rein. Wir gehen zu einer anderen Übung. Das heißt, wenn dir das nicht so leicht fällt, mit dem Luft aus dem Backen rausdrücken, kannst du das Ganze natürlich auch mit einem Glas Wasser und einem Strohhalm trainieren. Das heißt, du pustest in dein Wasserglas rein und dann fängt natürlich das Wasser an zu blubbern. Macht das Ganze nicht zu stark, weil sonst habt ihr alles vollgesaut. Wenn euch das nichts ausmacht, dann könnt ihr es ruhig auch stark machen. Also auch da probiere ich wieder, die Luft über die Backen rauszudrücken. Man merkt richtig, wie die Zunge mitarbeitet und die Luft, die im Mundbereich ist, rausschiebt. Und jetzt ist die Zunge ganz vorne mit der Zungenspitze beim Strohhalm Ende gewesen. So, und auch jetzt kommt natürlich der zweite Schritt zu dieser Übung. Während ich die Luft rausdrücke, das geht natürlich bei diesem Wasserübung mit dem Strohhalm wesentlich schneller, als wenn ich diese Übung mache. Deswegen muss ich auch versuchen, schneller einzuatmen. Das heißt, ich habe nicht so eine lange Phase des Luftrausdrückens. Dadurch, dass die Öffnung natürlich enger ist, kommt weniger Luft raus. Hier ist die Öffnung eben so groß, wie der Strohhalm eben ist. Und dementsprechend geht die Luft hier natürlich auch schneller raus. Das heißt, dennoch kann ich natürlich die Übung machen, muss nur im Vorfeld wissen, dass das Ganze eben schneller passieren muss. Also einmal geblubbert mit über die Nase einatmen. Also ihr merkt, man muss ziemlich schnell einatmen, das geht immer nur mit. Deswegen empfehle ich immer die erste Übung, die wir gemacht haben, also mit diesem. Weil da kann ich einfach länger einatmen. Und ich bin der Meinung, dass diese Übung über das Rausdrücken der Luft
über die Backen, also nicht mit dem Wasserglas, auch näher am Trompete spielen ist als diese Wasserglasübung. Aber das kann man natürlich auch jederzeit machen und natürlich auch zwischenzeitlich einen Schluck Wasser trinken. Und das bringt mich auch gleich zur dritten Übung. Das heißt, wenn du unter der Dusche bist, kannst du natürlich jederzeit ohne Probleme deinen Mund voll Wasser machen. Das heißt, wir nehmen jetzt Bezug auf die erste Übung anhand von der Variation mit einem wassergefüllten Mund. Das heißt, Wasser in den Mund und du drückst auch hier wieder das Wasser raus. Wasserfluss nach außen und während du das Ganze machst, natürlich wieder einatmen. Das heißt, du drückst Wasser raus und siehst natürlich dann dementsprechend, wenn du zum Beispiel an die Seitenwand, an die Glaswand, an die Fliesen und so weiter den Wasserstrom lenkst. Wenn Wasser kommt, dann fließt es auch und währenddessen dann versuchen einzuatmen. Natürlich wirst du dich die ersten paar Male verschlucken, aber dranbleiben. Und spätestens beim 10. Mal wird das dann auch wegfallen. Natürlich sind wir jetzt immer noch bei Übungen, die nichts mit dem Instrument zu tun haben, weil wir erstmal die reine Funktion üben. Das heißt, Luft rausdrücken und gleichzeitig versuchen einzuatmen. Wenn wir jetzt in die 4. Übung gehen, das heißt, wir brauchen jetzt unser Instrument. Das heißt, Mundstück und Instrument zusammengebaut. Je nachdem, was du für ein Instrument spielst, kannst du natürlich das dann auch anhand von deinem Instrument mitmachen. Bei der Trompete empfehle ich immer den Ton G1, also eine bequeme Mittellage auf deinem Instrument wählen, damit du einfach entspannt auch Luft zwischenspeichern kannst, beziehungsweise während dem Ausatmen auch einfach Luft erstmalig zwischenspeicherst bei den Backen und wieder auf Normalbetrieb umschaltest. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Machen wir, damit wir ein Gefühl bekommen, wie es sich anfühlt, wenn wir in unserem Backen die Luft zwischenspeichern. Das heißt, wir pusten permanent aus der Lunge Luft in unser Instrument und halten den Ton G1 aus. Lassen die Backen locker, Achtung, Ansatz halten und wir speichern Luft dazwischen. Jetzt wieder die Luft rausdrücken und die Luft fließt weiter in unser Instrument. Das heißt, wir hören immer noch unseren Ton G1. Als zweite Übung am Instrument kommt jetzt diese Übung, dass wir auf Lungenbetrieb umschalten, die Backen auffüllen und jetzt den Lungenbetrieb cutten und nur noch die Luft in den Backen rausdrücken. Das funktioniert folgendermaßen. Und dann ist die Luft zu Ende. Das heißt, Lungenbetrieb, speichern, da ist Ende und ich drücke dann mit der Zunge die Luft raus aus dem Mund und wenn die Luft leer ist, kommt auch kein Ton mehr auf unserem Instrument. Gleich nochmal. Und dann ist die Luft zu Ende. Das wäre die Übung Nummer 2 gewesen. Natürlich bringt uns diese Übung jetzt zur dritten Übung, nämlich Lungenbetrieb, Zwischenspeichern, rausdrücken und während wir die Luft rausdrücken, wir haben uns ja ein Gefühl antrainiert, dass wir ungefähr wissen, 2-3 Sekunden dauert es, bis die Luft rausgedrückt ist und währenddessen versuchen wir jetzt die Stufe des Einatmens dazuzunehmen. Das heißt, Lungenbetrieb, Zwischenspeichern, rausdrücken, gleichzeitig durch die Nase einatmen. Und dann ist der Prozess auch schon beigebracht. Das heißt, ganz wichtig, wir schalten nicht automatisch wieder auf den Lungenbetrieb um, sondern machen uns wirklich ganz bewusst, was denn eigentlich passiert. Das heißt, wir machen die Übung gleich nochmal gebetsmühlenartig wiederholt. Erster Lungenbetrieb, zwischenspeichern, rausdrücken, gleichzeitig über die Nase versuchen einzuatmen. Wenn dann die Luft zu Ende ist im Mund und ich eingeatmet habe, ist diese Übung auch schon beendet. Also nochmal wiederholt. Und dann ist es passiert. So, und jetzt kommt natürlich die Kür des Ganzen. Das heißt, wir speichern die Luft zwischen, wie wir es gerade eben gemacht haben, drücken die Luft raus, wie gerade eben, atmen über die Nase zeitgleich ein und schalten, nachdem wir eingeatmet haben, wieder auf normalen Lungenbetrieb um. Los geht's!
Jawohl. Und dann haben wir vom Prinzip her schon die Zirkularatmung gut trainiert und können das jetzt auf zumindest einem gehaltenen Ton anwenden. Eine super Sache. Aber natürlich hat die Zirkularatmung nicht nur mit Einatmen zu tun, sondern auch mit Ausatmen. Das heißt, auch das sollten wir trainieren, wenn wir also die Luft zum Beispiel aus unserem Backen rausdrücken, dass wir zeitgleich auch durch die Nase ausatmen. Luft rausdrücken und gleichzeitig durch die Nase ausatmen. Das ist nicht ganz einfach, da muss man sich wirklich darauf konzentrieren, dass man nicht auf einmal dann locker lässt und das Geräusch wegbleibt oder der Wasserstrom aufhört, der Wasserstrahl aufhört, beziehungsweise dann der Ton auch. Wieso das Ganze? Wenn wir jetzt einatmen, wie gerade eben auch gemacht, wir atmen Luft ein, spielen den Ton, machen die Zirkularatmung. Und vom Prinzip her sind wir ja noch eingeatmet. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viel Luft in unserer Lunge und uns fällt es natürlich dementsprechend schwerer, dann wieder nachzuatmen. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich atme am Anfang überhaupt nicht ein, sondern nimm einfach nur die Luft, die ich gerade eben zur Verfügung habe. Beziehungsweise ich trainiere dann dementsprechend auch die Ausatmung und kann dementsprechend die Zirkularatmung auch über einen längeren Zeitraum laufen lassen, indem ich immer wieder ausatme und dann zwei- oder dreimal wieder reinatme. Dann lasse ich die Luft wieder raus und kann wieder einatmen. Und das kann ich dann dementsprechend eben in die Länge ziehen, solange ich die Übung eben machen möchte. Los geht's! Und so weiter und so fort. Also da kann man dann rumspielen und man merkt immer besser, welcher Punkt ist denn genau der richtige zu atmen, wann kann ich die Luft rauslassen, wann kann ich wieder reinatmen. Da auf jeden Fall immer so diese Länge suchen der Übung, damit man einfach viel ein- und ausatmen und ein gutes Gefühl für die Zirkularatmung und den richtigen Moment des Atmens eben gewinnt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Übung Schritt für Schritt beziehungsweise verschiedene Übungen vorstellen, mit der ihr auch die Zirkularatmung üben könnt und die auch beherrschen lernt. Lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.